Rein in die Sportsachen und los geht's. Ist ja auch gesund. Aber was unsere Muskeln dabei im Körper eigentlich alles in Gang setzen, ist noch gar nicht so lang erforscht. Erst vor 10 Jahren entdeckten Wissenschaftler, dass Muskeln heilsame Stoffe in die Blutbahn aussenden, wenn man sie richtig fordert. Dann können sie sogar Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck oder Altersdemenz verhindern. Ihr Name? Myokine. Wenn wir über diese Botenstoffe, die Myokine, einen Einfluss auf das Immunsystem kriegen, was wir auch haben, was wir auch nachweisen können, dann haben wir praktisch einen Einfluss auf jede Erkrankung. Um herauszufinden, welche Myokine welche heilsame Wirkung haben, lassen die Forscher der Sporthochschule Köln ihre Probanden regelmäßig schwitzen und die Muskeln trainieren. Bevor wir das aber machen, wird man gleich nochmal Blut abnehmen. Die Forscher wollen herausfinden, wie sich die Anzahl der Myokine im Blut vor und nach dem Sport unterscheidet. Die Testpersonen müssen für eine halbe Stunde auf das Laufband oder den Fahrradergometer. Zusätzlich auf dem Plan klassisches Krafttraining. Sobald sich Muskeln intensiv bewegen, werden in den Muskelzellen die Myokine produziert. Das sind Eiweiße, die sich vom Muskel über das Blut im ganzen Organismus verteilen. Es gibt ungefähr 600 bis 700 davon, die bekannt sind. Wir verstehen aber vielleicht gerade mal 10% davon. Nach der Trainingseinheit wird den Testpersonen noch einmal Blut abgenommen. Die Vorher-Nachher-Proben werden nun zentrifugiert. Dadurch lassen sich die festen Blutbestandteile vom Serum trennen, in dem sich die Myokine befinden. Anschließend kommen die Proben in ein Analysegerät. Hier wird das molekulare Gewicht der Muskelbotenstoffe ermittelt. Okay. Hallo. Forschungsleiter Wilhelm Bloch ist beeindruckt, wie effektiv Sport die Myokinproduktion ankurbelt. 38. In der Nachsportprobe fanden sich etwa 20 Mal mehr davon als vorher. Was wir aber auch machen können, ist, wir nehmen im Prinzip das gesamte Blut, nehmen dann die zellfreie Flüssigkeit, das Serum, und geben es dann auf Zellen drauf. Und dann sehen wir, ob die Zellen darauf reagieren. Heute geht es um menschliche Blutgefäßzellen, aus denen unsere Adern bestehen. Auf sie wird das Myokinserum aufgebracht. Wird es einen positiven Einfluss haben? Und wie funktionieren Myokine überhaupt? Myokine tasten im Körper Zellen ab und docken dann an sogenannten Rezeptoren an, die auf der Zelloberfläche verschiedenster Organe sitzen. Dort geben sie Signale an die Zelle ab. Das löst dann weitere biologische Reaktionen innerhalb der Zelle aus. Myokine sind gefäßaktiv. Die können im Prinzip das Gefäßsystem kurzfristig, aber auch langfristig regulieren. Und darüber natürlich auch Gefäßgesundheit. Und das in letzter Konsequenz hält uns dann auch, was unseren Herz-Kreislauf-Bereich anbetrifft, fit. Der Myokin-Wachstumsfaktor, VEGF genannt etwa, bringt durch Sport die Blutgefäße dazu, sich zu verzweigen. Die Muskeln werden dadurch besser durchblutet und leistungsfähiger, genauso wie die Nervenzellen. Außerdem kommt es zu einer Entspannung der Gefäße. Das wiederum hilft, den Blutdruck zu senken. Soweit die Theorie. Doch haben die Myokine auch in unserem Versuch einen positiven Einfluss auf die Blutgefäßzellen gezeigt? Im Mikroskop deutlich zu erkennen, die Gefäßzellen wurden innerhalb von 20 Stunden deutlich aktiviert und haben sich vermehrt. Von einigen Myokinen weiß man bereits genauer, was sie zu leisten vermögen. Das Myokin Irisin zum Beispiel kann ungesundes Bauchfett dazu bringen, Wärme zu produzieren und dadurch mehr Energie zu verbrauchen. Die Folge? Wir nehmen ab. Doch welcher Sport ist am besten, um zum Beispiel das Diabetesrisiko zu verringern? Entspanntes Bewegen oder intensive Sprints? Wir sind, glaube ich, jetzt in der Phase, wo wir auch immer gezielter sagen können, das ist im Prinzip der Belastungsbereich, den wir brauchen. So lange sollst du im Prinzip das machen und dann kann man auch bestimmte Effekte erwarten.
Wer etwa an Diabetes leidet, für den empfiehlt sich Intervalltraining, also ein Wechsel zwischen intensiver Muskelbelastung, kurzer Ruhephase und erneuter Muskelbelastung. Die dann ausgeschütteten Myokine können auf natürliche Weise für eine Senkung des Blutzuckerspiegels sorgen. Dann können wir sagen, dass wir an vielen Stellen lange Zeit noch auf Medikamente verzichten können oder im Prinzip auch die Medikamentendosen reduzieren können und den Muskel im Prinzip als körpereigene Apotheke nutzen. Wichtig ist aber vor allem regelmäßige Bewegung. Denn nur dann ist unsere Muskelapotheke immer gut gefüllt.